Hey ho und willkommen zu einem weiteren Kampf des Mod-KI-Turniers. Und ja, mittlerweile befinden wir uns in Runde 2. Genauer gesagt, der erste Kampf von Runde 2 haben wir jetzt. Und heute treten an Sir Edwin von Großer Bauer mit 2 R am Ende geschrieben und Klaus Kinski von Hacksülze. Und ja, bei dem Turnier jetzt gab es auch ein paar Änderungen. Startgold bleibt gleich, sehen wir hier mit 4000 für die KIs. Aber so Balancing-Änderungen, sage ich mal. Und da könnt ihr einfach mal bei Kari Lotus auf dem Kanal vorbeischauen oder einfach in die Playlist, die ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacke, dass ihr da ja nach dem letzten Video von ihm schaut, denn dort wurde das alles erklärt. Aber für diesen Kampf dürfte das auch gar nicht so relevant sein, denn sowohl Sir Edwin als auch Klaus Kinski dürften da nicht betroffen sein von Balancing-Änderungen, denn es ging einfach Befehle nur euren darum, welche Mitspielern. KIs ja gegebenenfalls zu stark sind, da mussten wir ein bisschen was machen. Aber wie gesagt, wenn ihr da mehr erfahren wollt, schaut euch das Video an. Kari Lotus kann das auch besser erklären. Ich kriege das zugegebenermaßen auch sicherlich dann nicht mehr so gut zusammen. Ja, schauen wir uns trotz allem nochmal die KIs an. Ich weiß nämlich zumindest bei Sir Edwin nicht mehr genau, ob er schon vorgestellt wurde. Und ja, machen wir das doch einfach mal. Sir Edwin. Sir Edwin ist ein schwacher Lord, der lügt, wenn er daraus einen Vorteil ziehen kann. Seine Burg und seine Wirtschaft sind beide kaum der Rede wert. Und Klaus Kinski. Auf seinem Promokreuzzug durch das Heilige Land für seine Rezitation Jesus Christus Erlöser sollte Klaus Kinski besser nicht aufgehalten werden. Sollten sich dennoch eure Wege kreuzen, wird er nicht damit zögern, sein Gesindel auf euch zu hetzen. Ja, Farben habe ich jetzt mal Sir Edwin Orange gegeben und Klaus Kinski, Schwarz, sonst hätte ich eigentlich Kinski Rot gegeben, aber das sollen wir ja nicht nehmen für das Turnier, die Farbe Rot. Und deswegen hat er jetzt einfach mal die Farbe. Weil die finde ich auch ein bisschen zu, ja, Wut oder vielleicht Aggression ein Stück weit noch passt, sonst hätte höchstens noch Orange auch gepasst. Naja, legen wir los. Wir starten mit 90er Tempo und bei Sir Edwin erstmal, der ja, falls ihr euch an den letzten Kampf mit ihm erinnert, eher eine sehr kleine Burg baut. Ich weiß gar nicht, ob er mehrere Burgen hat, habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, oder ob das hier die einzigste ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie die letzte aussah vom Kampf, aber das ist schon sehr, sehr, sehr kompakt. Also, ich sag mal, die Ratte dürfte schon eine größere Burg meistens haben. Ja, oder fast immer vielleicht sogar. Aber naja, die wichtigsten Sachen sind drin, muss man sagen. Kleine Waffenproduktion, ein Vorratslager, Waffenkammer. Und sogar etwas Religion. Und ich sag mal, wenn, ja, und da dürften ja nicht noch sehr viel mehr Gebäude kommen, dürfte das wahrscheinlich sogar was vom Religionsbonus leicht bringen, beziehungsweise vom Beliebtheitsbonus. Einfach weil es so eine niedrige Bevölkerung ist. Ja, ein paar Apfelfarmen, auch sehr wenig in Steinbruch. Ja, alles sehr sparsam. Aber ich meine, er hat ja auch nicht sonderlich hohe Kosten. Und stürmt ja auch schon gleich los mit ein paar Speerträgern und Bogenschützen. Aber ich glaube, das ist noch kein Angriff. Oder vielleicht doch. Ja, ich verwechsel das mit den anderen mit dem anderen Edwin. Jetzt komme ich schon ganz durcheinander bei den ganzen Edwins, der auch noch Tunnelgräber im Angriff eingesetzt hat. Aber das dürfte der Sir Edwin nicht machen. Jetzt muss ich hier echt schon selbst aufpassen. Oh, Kinski hat aber hier auch schon einige Truppen. Also vor allen Dingen viele Schleuderschützen zur Verteidigung, die er dann noch auf seine Mauern setzt, die dann noch kommen. Das müsste. Okay, jetzt. Das ist der Angriff. Okay, mit Leiterträgern noch. Die ihm jetzt hier nichts nützen, sonst. Ja, ich glaube, Kinski ist so gebaut, dass das auch nichts bringt mit Leiterträgern. Könnte ich aber jetzt gar nicht mal hundertprozentig sicher sagen, weil Treppen hat er ja in der Burg, aber mit den hohen Zinnen, ob da Leiterträger irgendwas bringen, ich wage es zu bezweifeln. Ja, hier Sklavenraid von Kinski, aber auch ein Vorteil, dass Sir Edwin so eine kleine Burg hat, schnell aufgebaut, hat er zumindest genug Bogenschützen, um das hier jetzt abzuwehren. Und ich dachte schon, okay, er spart Gold, aber auch Kinski kann hier Gold sparen. Oh, und hat auch einiges an Truppen. Obwohl Kinski noch nicht mal angegriffen hat. Hat er doch mehr Verteidigungstruppen, als ich dachte. Ah, hier die Raids, die immer so hin und her laufen. Ja, das ist bei Schützenraids leider so, dass die oft nicht ganz so gut funktionieren. Aber die Sklaven kommen ja auch noch dazu. Mal sehen, vielleicht können ja die Schleuderschützen ein bisschen die Pfeile auf sich lenken. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob Sklaven nicht priorisiert abgeschossen werden, zumindest gegenüber von Schleuderschützen. Ah, dann die sind schon alle tot. Aber mittlerweile auch die Schleuderschützen. Aber es kommen ein paar nach. Kinski macht gerne Druck, macht gern Stress.
Ja, und es fängt auch langsam an, hier seine Burg aufzubauen, Burggraben auszuheben. Ja, Waffenproduktion kann ich auch noch. Ah, gucken wir erstmal bei Sir Edwin. Mit denen habe ich auch angefangen. Ist ja auch sehr klein. Also haben wir ähnlich wie bei der Ratte, ja, Speerproduktion in Form von Pikenmachern und auch einen Bogenmacher. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Mehr gibt's nicht zur Waffenproduktion zu sagen. Aber er haut schon wieder einen Angriff raus. Das geht halt schnell am Anfang, zumindest solange noch Gold da ist. Und das wird langsam bei beiden so ein bisschen knapp. Obwohl sie ja sehr günstige Truppen haben. Und für die, die es nicht wissen, wir spielen ja mit einer Turnierversion des Unofficial Crusader Patches und da können Speerträger rennen. Das wird es dann wahrscheinlich auch mit der neuesten Version vom Patch geben, wenn die rauskommt, aber die ist aktuell noch nicht draußen. Es sei denn, ich habe sie jetzt verpasst und wüsste noch nichts von. Aber ja, deswegen könnt ihr das leider noch nicht nutzen, aber es sollte auch früher oder später kommen. Müsst ihr euch halt noch ein bisschen gedulden. Ja, hier weitere Raid-Aktionen von Kinski, die nicht so viel bringen. Beide bisher noch nicht so weit kommt hier mit ihren Angriffen. Aber wir schauen da bei Kinski vorbei. Er hat hier auch Pikenmacher für seine Speerträger von der Wirtschaft. Ansonsten noch nichts in der Burg. Ich weiß es gerade gar nicht, obwohl ich schon ein paar Mal Kinski gesehen habe, wie viel da jetzt noch in die Burg überhaupt reinkommt. Ich weiß nur, er hat hier ziemlich fiese Wege an der Seite. Also wenn der Burggraben mal da ist mit Mörderlöchern und hier halt auch die Schleuderschützen gut drauf platziert mit hohen Zinnen, dass die halt nicht getroffen werden. Bei Kinski wurde da bei dem Turnier eine Ausnahme gemacht, dass er sowas machen darf, einfach weil er ja sonst dafür keine, ja, Bogenschützen hat, die eine weitere Distanz schießen können. Also das ist ja seine, sage ich mal, Hauptverteidigung. Damit ist er jetzt auch nicht overpowered. Aber er kann hier halt schon früh Druck machen. Sir Edwin hat halt genug Bogenschützen, um das abzuwehren. Muss ich mal gucken, ob ich hier überhaupt über 90 gehen muss mit dem Tempo, je nachdem, ob die beiden sich jetzt so verrennen mit ihren, ja, eher schwächlichen Truppen oder ob halt genug passiert, dass das hier schon schnell entschieden ist. Ja, Kinski auf jeden Fall weiter noch im Aufbau, vor allen Dingen was so Graben betrifft, aber wir gucken mal ein bisschen noch nach der Außenwirtschaft, auch wenn Haxilz ja Kinski auch schon in seinen Videos oder auch im letzten Turnierkampf vorgestellt hat mit Kinski. Ja, hier ein Steinbruch, ich weiß gar nicht, hat er noch mehr? Nee, auch sehr sparsam. Dafür einige Holzfäller, die jetzt hier unten gar nicht mehr so viel machen können. Die müssen schon weitere Wege laufen. Mal gucken, ob er die bald abreißt, weil das sind schon etwas unnötige Wege von der Länge. Gerade weil die ja ein paar Mal hin und her laufen müssen, nicht nur einmal schleppen zur Holzfällerhütte und das war's. Es müsste ja dreimal sein, dass die laufen müssen. Das ist dann doch besser, wenn sie näher dran sind. Ja, sonst keine Eisenmine oder dergleichen, auch nur ein paar Farmen. Also die beiden sind sich schon sehr ähnlich und da sehen wir auch den Unterschied zur Runde 1. Hier sind jetzt nicht alle, sage ich mal, völlig random zusammengewürfelt, sondern hier sehen wir schon, nach den Ergebnissen wurden die Teampartner oder die Kampfpartner, sagen wir es lieber so, zusammengestellt. Weil Teams sind es ja nicht. Ja, und dementsprechend konnten wir hier, beziehungsweise Karilotus hat die Teams zusammengestellt, wohlgemerkt nach den Ergebnissen, also weil ja immer Sieger gegen Sieger, Unentschieden gegen Unentschieden und Verlierer gegen Verlierer kämpfen. Oh, das wird schon gefährlich hier für Kinski. Muss ich kurz unterbrechen oder vielleicht sogar komplett? Oh, sollte das hier Sir Edwin gewinnen? Ja, das sieht danach aus. Okay. Da hat Sir Edwin gesiegt gegen Kinski. Ich gebe zu, ich bin etwas überrascht, weil ich wusste, dass Sir Edwin nicht so stark ist. Gut, ich wusste auch, dass Kinski jetzt nicht so stark ist, aber zum einen, dass es so schnell ging und dass. Ich hätte auch eher gedacht, dass Kinski gewinnt, aber wir haben ja auch nochmal ein Rückspiel und ja, das spricht ja auch für Sir Edwin gerade, dass er schnell da ist und dass eben auch kleine Burgen manchmal gar nicht schlecht sind und schnelle Angriffe rauszuhauen. Und er hat auch sogar mehr Gold erwirtschaftet. Mehr Waffen. Und mehr Truppen getötet. Also insgesamt lief es auch wirklich für Edwin hier besser. Oder Sir Edwin, sage ich ja lieber. Oder Sir Edwin Blackfly, genauer genommen. Ja, wir tauschen die Positionen und gehen auch gleich in Kampf 2. Genau. Habe ich es richtig getauscht? Gucken wir zuerst bei Kinski. Ich gehe aber ein bisschen höher wieder mit dem Tempo, wenigstens mal auf 90. Ja, hat auf jeden Fall einige Starttruppen. Viele Speerträger, aber dafür gar keine Fernkämpfer. Wie es aussieht, also es sei denn, es kommen noch welche nach, aber die kann er sicher rekrutieren. Auch sehr günstig. Dafür sind halt die Schleuderschützen echt gut. Nachteil ist halt wirklich die Reichweite.
Und auch sehr schnell seine ganzen Gebäude hier zum Rekrutieren. Aber gut, Kinski macht ja auch recht früh Druck. Obwohl Edwin hier tatsächlich etwas, ja, schneller war, obwohl es hat ihm jetzt nicht sonderlich viel gebracht. Nachteil für Kinski halt, dass er so eine kleine Reichweite hat, aber gut, seine Außenwirtschaft ist halt jetzt auch nicht so groß, dass da jetzt so viel passieren könnte. Aber dafür tut es auch umso mehr weh, wenn sie dann zerstört ist und er, ja, drauf angewiesen ist. Ja, wie sieht's sonst aus? Okay, er kauft Speere bisher noch, weil er hat noch keine Waffenproduktion aufgestellt. Was interessant ist, weiß nicht, ob er hier einen Weight drin hat, also in der AIV, also wo man die Burgen. Ja, doch AIV, wo man die Burgen erstellt. Oder ob er einfach erstmal die anderen Sachen alle aufbaut, die noch fehlen. Mal gucken, Sir Edwin. Ja, wahrscheinlich schon wieder aufgebaut, genau. Und auch hier schon gleich mit einem Angriff wieder. Jetzt kommt es halt drauf an, ob Kinski dieses Mal vielleicht ein paar mehr Truppen in Verteidigung hat, weil ich weiß nicht, vielleicht lag es auch daran, dass Kinski angegriffen hat und deswegen nicht so viel hatte. Und ja, seine Burg war auch nicht so gut aufgestellt. Plus die rennenden Speerträger, das ist halt auch echt ein Vorteil, weil dadurch haben die Schleuderschützen auch schlechtere Chancen. Also sie abzuhalten, sage ich mal. Die kommen dann besser über den Weg da am Wassergraben entlang. Als wenn sie natürlich langsamer wären, die Schleuderschützen länger schleudern können. Ja, jetzt hat Kinski viel, also ich glaube, er hatte echt zu viel rausgeschickt gehabt und deswegen war er halt auch so anfällig gegen Sir Edwin. Wenn jetzt die Sklaven durchkommen würden, aber es sind halt schon einige Bogenschützen hier, sonst könnte das schon brennen. Da weiß Sir Edwin auf jeden Fall, sich zu verteidigen. Er hat mehr Bogenschützen als die Ratte. Würde ich mal sagen, gut, die Ratte vielleicht, wenn sie einen Angriff startet oder so, kommt sie auch mal auf so viel, aber meistens ja echt wenig. Hier hat er schon ein paar mehr und auch außen. Ein paar Bogenschützen noch. Ja, ansonsten, ihr könnt mir gerne mal Rückmeldung geben, wie es dieses Mal vom Klang war, denn ich habe jetzt einen Mikrofonarm. Vorher hatte ich nur so ein Stativ, also wo es auf dem Schreibtisch stand. Und ja, deswegen, das probiere ich jetzt zum ersten Mal. Weiß nicht, ob sich das groß auf den Klang auswirkt. Ist für mich zumindest einfacher von der Steuerung, weil dann halt das Mikro nicht im Weg steht. Aber sollte euch da was auffallen, gerne in die Kommentare schreiben. Natürlich auch gerne, wie ihr den Kampf fandet. Ja, Kinski hier mit dem Angriff gleichzeitig Sir Edwin. Das könnte für Kinski gefährlicher werden, weil Kinski halt nicht so leicht in die Burg von Sir Edwin kommt. Und ja, Kinski hat halt eine offene Burg und ist noch am Aufbau. Aber dieses Mal hat er noch ein paar Speerträger. Müssen wir mal schauen. Ah, da wird er nicht weit kommen mit den paar Truppen. Mal sehen. Ja, hier auch noch die Verteidigungsbutler, sage ich mal. Das dürfte Kinski auch abwehren können. Aber mal sehen, wir sind noch in 83. Letztes Mal ging es 84 zu Ende. Bis dieses Mal Kinski halt schafft, seine Verteidigung aufzubauen und auch so ein bisschen mehr in der Burg zu haben, weil das war ja letztes Mal sein Hauptproblem, würde ich mal behaupten. Zumindest auf die Schnelle, das ging jetzt echt schnell, würde ich es mir nochmal ansehen, käme ich vielleicht zum anderen Schluss, keine Ahnung. Aber sah zumindest danach aus, dass das halt, ja, sein Problem war. Aber jetzt aktuell hat er ganz gut was drin. Vielleicht kommt es auch auf die Burg drauf an. Ich denke mal, Kinski wird alle 8 Burgen drin haben. Und dass da vielleicht auch die ein oder andere stärker ist als die anderen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Ein bisschen Kampf im Sumpf. Sonst, ja, viel Wirtschaftsschaden kommt hier gar nicht zustande, weil sich da eigentlich beide ganz gut verteidigen können. Zumindest weiß Sir Edwin, sich gegen Kinskis Raids zu verteidigen, also seine Störtruppen. Ich weiß gar nicht, Sir Edwin, glaube ich, hat auch ein paar rausgeschickt. Das war wahrscheinlich das, ja, die kleine Menge, die letztes Mal rausgerannt ist. Mit ein paar Bogenschützen und Speerträgern. Vielleicht sind das hier auch welche. Weil zumindest die Mischung lässt das vermuten. Oder es sind echt Sorties, die hier sehr offensiv vorgehen. Also so Klärungseinheiten, die rausgeschickt werden. Schwer zu sagen. Kinski möchte den Sumpf für sich erobern, aber da ist der eine Bogenschütze dominant. Das ist so einer, der hier auf Robin Hood macht.
und dabei gar keinen schlechten Job macht, bis er gesteinigt wurde. Also Kampf um die Mitte auch im Kleinformat, aber ich finde, das hat auch was, dass hier eben mal zwei, ja, wirklich kleinere KIs kämpfen, die eben nicht so auf Maximalwirtschaft und Maximaloffensive und alles gehen. Ja, Sir Edwin verteidigt seinen Steinbruch gut. Hier die anderen Ecken zu verteidigen, also die Obstfarmen, wäre auch gar nicht so gut. Also es ist eigentlich ganz gut, dass die genau hier stehen. Weil das, sag ich mal, wertvollste Gebäude außen ist. Gut, Nahrung ist auch immer wertvoll, aber halt einfach mal so vom Preis, sag ich mal. Steinbruch ist teurer als jetzt Obstfarmen. Ja, Kinski, ich weiß nicht, ob es an der Burg liegt oder ob er jetzt einfach weitergekommen ist. Ja, wir sind zumindest schon mal in 85, hat jetzt schon auf jeden Fall einige, oder zwei, glaube ich, zwei mehr von den Pikenmachern. Aber scheinbar fehlt das Holz oder hat das Holz gefehlt jetzt langsam. Arbeiten seine Leute wieder, aber er hat eh genug Speer, also. Außer, dass er sie dann vielleicht verkauft, würde ihn das jetzt gar nicht so viel nutzen, mehr zu produzieren. Oder indem er sie halt ausgibt, aber da fehlt das Gold. Tatsächlich hat Sir Edwin Blackfly echt noch ein paar Rücklagen. Sehr interessant bei der kleinen Burg. Nicht schlecht, was er da rausholt und auch was er hier losschickt. Zumindest gegen Kinski ist das ordentlich. Mal sehen. Ja, aber Kinski hat dieses Mal mehr Verteidigungstruppen, um sich zu wehren. Trotzdem kommen die Speerträger hier gar nicht mal so schlecht voran, die feindlichen. Die Schleuderschützen können auch nicht so viel machen. Aber sie werden hier halt echt nicht gut getroffen von den Angriffsbogenschützen. Die können halt, okay, sie ziehen sich zurück, aber sonst hätten sie hier auch noch ganz gut die Wirtschaft von Kinski stören können. Obwohl, ja, es geht eigentlich. Da müssen sie schon einen besseren Weg gehen, weil Kinski es eigentlich ganz gut verteilt hat. Am ehesten noch hier so die vorderen Farmen. Da hätte er vielleicht noch Probleme machen können. Aber ich glaube, hier fehlt Kinski einfach das Gold. Mal sehen, wie es langfristig aussieht, weil er ja, sage ich mal, die größere Waffenproduktion hat. Da kann er zumindest alles Überflüssige verkaufen. Sir Edwin, ja, das müsste eine andere Burg sein, weil jetzt hat er ein Gebäude draußen oder ich habe es letztes Mal übersehen. Aber er wäre, ja, doch, hier wäre er auch feueranfällig und hat auch keine Möglichkeit. Doch, er hat einen Brunnen, er hat einen Brunnen, okay. Er könnte rein theoretisch schon was löschen. Aber gut, ich sag mal, er wird hier jetzt nicht so schnell durch Kinski brennen, außer Kinski würde hier ordentlich aufräumen mit einem Angriff und dann, dass die Sklaven hinterherkommen und irgendwie was anzünden. Aber ich glaube, die würden eher auf den Steinbruch gehen und dann müsste hier auch erstmal geklärt werden. Was ist das? Ist das. Ich weiß das gerade gar nicht. Ist das ein Angriff oder eine Störaktion? Ich dachte, Kinski hätte auch Leiterträger. Hat ja. Ja, doch, müsste er haben. Hab ich doch auch schon mal in einer Aktion gesehen. Hat ja auch hier eine Baumeistergilde und die wäre sonst umsonst. Sozusagen, also nicht kostentechnisch, sondern ihr wisst schon, wie ich es meine. Dass er sie halt nicht wirklich nutzen könnte. Aber irgendwie rekrutiert er die gar nicht. Gut, die sind ein bisschen teurer durch den Patch. Sind die ja bei 20, also dass sie 20 Gold kosten, die Leiterträger, statt 4. Dafür halten die halt auch ein gutes Stück mehr aus. Und ja, dass sie nützlicher sind, das ist wieder eine andere Einstellung vom Patch. Aber ja, sie halten halt echt ein gutes Stück mehr aus und dadurch lohnen sie sich auch mehr. Zumindest wenn es geht, aber mal sehen. Ich glaube, das würde ihm auch hier nichts nützen, ja. Ist keine Treppe in der Burg und KIs nutzen dann die Leiterträger in der Regel nicht sinnvoll. Vielleicht mit Glück, dass dann irgendwie einer es aufs Tor schafft und das öffnet, aber ich glaube, sie würden sie dann gar nicht benutzen. Aber Sir Edwin hat Leiterträger und schickt auch jetzt einen Angriff raus. Mal sehen, ob Kinski dafür dieses Mal bereit ist. Oh, wenig Truppen. Obwohl doch, hier kommen ein paar, die wieder reinlaufen oder rumgerannt sind. Mal sehen, ob Kinski das abhalten kann. Weil das schon nicht wenig ist an Truppen. Das ist zum Beispiel eine der Änderungen, dass jetzt immer die Angriffstruppen verdoppelt werden vom Startwert. Also wenn zum Beispiel der Startwert 50 ist von Angriffstruppen, dann ist er beim nächsten Angriff 100. Also nicht der Startwert, sondern dann kommen halt jedes Mal 50 Truppen obendrauf, die am Startwert berechnet werden. Oh, das könnte wehtun. Ja, da kommen einige durch. Und da reichen auch nicht die Fallen. Und es sieht doch nicht so aus, dass hier Kinski genug Verteidigungstruppen hat. Eine Nachricht von Klaus. Kommt gleich zusammen! Oh, oh, oh. Du, 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 du.
Das dürfte sehr, sehr eng werden, ne? Ich glaube, das schafft er nicht. Da hat er auch keine, die noch weiter supporten können. Ja, das war's. So, ich kann noch ein bisschen runtergehen. Vielleicht hören wir dann noch von Edwin was. Sieg! Ihr hattet doch nicht gedacht, ihr könntet gewinnen, oder? Er ist sehr überzeugt von sich, Sir Edwin, aber in dem Fall hat er ja auch recht. Also es lief zumindest sehr gut für ihn, muss man sagen. Wie gesagt, ich bin überrascht. Ich hätte gedacht, dass Kinski gewinnt, aber Sir Edwin hat sich hier besser geschlagen in den Spielen. Und das ging auf jeden Fall schnell. Ich musste nicht mal hochgehen mit dem Tempo. Er hat auch etwas mehr Gold gemacht. Also da wohl zumindest hier mit Nahrung ist Kinski besser dabei und ja, so Außenwirtschaft. Sind sich beide eigentlich schon ähnlich. Ich glaube, Kinski hat hier halt echt Verteidigungsprobleme gehabt. Vor allen Dingen, was halt Truppen drin betrifft, dass er da nicht genug hatte, um das abzuwehren. Na gut, dann ist das entschieden und ja, wir sehen uns gleich nochmal bei den Sprüchen. Ich weiß zwar, Kinskis Sprüche wurden schon gezeigt und ich glaube auch bei Sir Edwin, aber wer Lust hat, kann die sich einfach nochmal anschauen. Vielleicht habt ihr es ja auch verpasst. Deswegen, wir schauen uns das Ganze einfach nochmal an. Bis gleich. So, dann schauen wir uns jetzt die Sprüche an. Ja, das passt ja hier gleich mal mit Beleidigungen starten. Ja, fragen wir doch mal was an bei Sir Edwin. Oder, ja gut, ich kann ihn auch Güter senden. Habe ich überhaupt was hier? Ja, ein bisschen Brot kann ich ihn schicken. Eine Botschaft, Herr. Ausgezeichnet. Hier unten, das finde ich interessant. Dieses Video, ich weiß gar nicht, woher das ist. Zumindest sehen wir hier auch einen Sir Edwin. Passt natürlich auf jeden Fall zum Charakter, weil in Stronghold 2 gab es ja gar keine Videos, soweit ich weiß, zu Edwin oder überhaupt zu den Charakteren dort. Fordern wir mal ein paar Gütern, was wir sowieso nicht bekommen können. Eine Botschaft, Herr. Ich habe keine Güter für euch übrig. Okay, das ist ein Vasier. Interessanterweise, da fehlt anscheinend der Spruch, warum auch immer. Na gut, gucken wir mal, was wir bekommen können. Wahrscheinlich hat er auch noch Brot hier am Anfang. Eine Botschaft, Herr. Okay, interessant. Ist auch Vasier von der Stimme. Mal sehen, ob wir das nochmal öfters reinbekommen. Ich gucke jetzt mal, ob ich einen Angriffsbefehl kriege. Vielleicht eher auf Edwin, der hält ja vielleicht ein bisschen mehr aus durch die Zurburg. Okay, das passt vom Spruch. Gut, dann reden wir noch ein bisschen mit Kinski und schicken ihn ja auch ein bisschen was zu essen erstmal. Ja, mal sehen, kommt was? Nee? Na gut, das passt ja wahrscheinlich zu Kinski, sich nicht mal Eure zu bedanken. Verbündeten. Ja, schicken wir ein paar Güter. Ach nee, das habe ich ja gerade gemacht. Nee, wir fordern ein bisschen Güter. Brot hat er vielleicht. Eine Nachricht von Klaus Kinski. Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber schrei, aber ich leck mich doch am Arsch. Okay, sehr unentschlossen, der Herr. Mal sehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob er mir was gegeben hat oder nicht. Ich fordere mal Gold an, weil dann gibt er auf jeden Fall nichts. Okay. Ja gut, das ist also der Spruch, wenn es nicht klappt. Und dann geben wir nochmal den Befehl, auch vielleicht auf den Sir Edwin am ehesten zu gehen. Ja, ist halt ein bisschen leise, aber ich konnte es zumindest schon hören, sonst steht ja auch der Text dabei. Oh, Sir Edwin ist in Gefahr. Wird hier angegriffen. Von einem riesen Kuddelmuddel an schwächsten Truppen. Obwohl ja, schwächste Truppen ist immer so eine Sache. Es kommt ja immer drauf an, wie man sie einsetzt. Ne? Es sind ja nicht automatisch immer schwächsten Truppen. Gerade Sklaven mit Anzünden können gefährlich sein. Die Speerträger, da sie jetzt trennen und halt auch günstig sind, haben auch ihre Vorteile. Auch Schleuderschützen sind nicht zu unterschätzen, wenn man sie richtig oder auch im frühen Spiel einsetzt. Deswegen ist das nicht mal zwingend, oder sind das nicht mal die Schwächsten. Aber jetzt sehen wir ihn auch mal brennen, weil ich noch davon gesprochen habe. Mal sehen, eigentlich müsste er es löschen können. Hier mal, okay, hat er geschafft. Er weiß nicht, ob wir sonst noch Kampfbotschaften bekommen, aber wir können ja nochmal um Hilfe fragen. Einmal Kinski, ob er uns helfen will. Okay.
Aber angreifen tut er, okay. Angreifen, aber nicht helfen. Verstehe. Und dann nochmal Sir Edwin um Hilfe bitten. Eine Botschaft, Herr. Hört auf zu flennen, Ritter. Stellt euch euren Problemen. Interessant, aber... Moment. Ah, nee, das... Ah, nee, ich bin ja der Rote. Ja, stimmt, der Orangen wollte mir nicht helfen. Ich dachte schon... Ah, er greift jetzt an, okay. Ja, ich blick da gerade gar nicht mehr durch bei den vielen. Ja gut, aber dann haben wir ein paar Sprüche noch gehört. Ich finde halt, da steckt auch immer Arbeit drin, deswegen finde ich das auch immer ganz gut zu zeigen. Und ja, da habt ihr nochmal einen Eindruck bekommen. Und ja, sonst, genau, das ist auch noch eine Änderung, dass die Videos jetzt bei Benny, wenn denn alles klappt, donnerstags kommen, anstatt montags. Zumindest ist das jetzt erstmal so die nächste Änderung. Also für die nächste Zeit. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Also morgen müsste dann noch ein Video bei ihm kommen. Ja, und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.